So, nun habe ich euch die erste einschalige Gipsform ja gezeigt. Nun möchte ich euch gerne die zweischalige Gipsform zeigen, direkt für einen Sandaal, die ich hier mache. Und die geht etwas anders. Da werde ich nicht den Sandaal reinkleben, sondern ich werde zuerst den Gips, den ich mir jetzt hier aufgerührt habe, ja, den werde ich reinmachen hier. Und dann werde ich anschließend gleich den Sandaal reindrücken. Der Gips, der braucht diesmal nicht so dünn sein, aber der kann ruhig ein bisschen steifer sein. Ja, weil wir machen so, dass wir hier eine glatte Oberfläche kriegen. Eine glatte Oberfläche kriegen. Nehmen anschließend den Sandaal. Den hier. Legen ihn bündig ran, weil wenn ich ihn bündig an eine Schalung ranlege, kann ich gleichzeitig ihm als Loch nehmen zum Einführen für meine Form. So. So bleibt er jetzt erstmal drinne. Wir lassen das jetzt aushärten. Und anschließend habe ich hier diesen Bohrer. Damit werde ich vier Löcher an der Seite machen, so Kerbung machen, weil da kommt nachher die zweite drauf. Der zweite Guss. Aber das werde ich euch zeigen, wenn es soweit ist. So, nun ist die erste Hälfte hart geworden. Jetzt werde ich hier vier Kerne machen mit dem Bohrer, weil ich werde die zweite Gipsform da oben aufbringen. Die Löcher haben die Verantwortung, damit die zweite Schale sich dort reinsetzen tut und nicht verrutschen kann. Das ist der Sinn der Sache. Natürlich sage ich mal, hefte ich beim Gießen her, mache ich diese mit der Schraubzwinge nochmal separat fest. Aber wer mal so Gussform gesehen hat, der wird schon gesehen haben, dass in jeder Gussform so eine Tiefung drin sind. Ich nehme dafür normalen Metallbohrer. Geht vollkommen in Ordnung damit. Also es macht sich für mich einfacher. So, wenn ich den zweiten Aufguss mache, damit ich keine Verbindung kriege, wo jemals keine feste Verbindung, ups, da ist er kurz mal rausgerutscht, da ist er kurz rausgerutscht, damit ich keine feste Verbindung kriege mit der alten Form, werde ich Vaseline einstreichen. Vaseline hat die Verantwortung dafür. Oder trägt die Verantwortung, damit keine Verbindung mit der alten zusammenkommt. Damit ich sie besser auch nachher trennen kann. Kann ruhig ein bisschen dicker aufgetragen werden. Schadet nicht. Wichtig ist, da der Sandaal hier die Kanten alle schön eingestrichen ist. Achtet darauf, dass keine Rehgipsreste, große Rehgipsreste jedenfalls, nicht dazwischen backen, weil da setzt sich alles in der Form herab. Und das wollen wir natürlich ja nicht. Wie gesagt, ein bisschen Arbeit macht das, nur für mich ist das keine Arbeit, für mich ist das Hobby. Deswegen mache ich das. Die Winterpause kann ich dafür ganz gut nutzen, wenn es wieder heiß. Ab zum Fellfjord runter. Und dann bin ich ganz gut eigentlich gerüstet, was das Angeln angeht, was die Köder angeht. Und alles drum und dran. So. Ruhig den Sandaal ruhig mal ein bisschen mit einstreichen. So. An der Seite, an der Form noch, weil ich so gut rauskriege nachher.
Und dann heißt das ja nur noch Gips anrühren, reinkippen, abwarten, bis das wieder angezogen ist. Ja, und dann auseinandernehmen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt fangen wir mal an und rühren uns den Gips an. Jetzt haben wir uns den Gips wieder angerührt. Das heißt, es einfach nur noch rein damit und warten, bis er angezogen ist. So, ein bisschen hergeschüttet, ein bisschen so verteilen tut, vergleichmäßig, weil ich auch eine saubere Fläche habe. Und jetzt warten wir erstmal. Und dann zeige ich euch, wenn ich es auseinandergenommen habe. So, nun ist soweit, dass die oberste Schicht auch schon angezogen ist. Der Gips ist jetzt schon hart geworden. Und jetzt werde ich erst die Form rausholen. Ihr seht, geht eigentlich ganz gut. Ja. Wenn man das mit Vaseline vernünftig eingestrichen hat. Ja. So. Ich gehe immer noch zusätzlich bei mit dem Cuttermesser von der Seite und schneide sie ein, damit ich die Form auch vernünftig sauber rauskriege. So, gucken wir es mal an. Die Seite und der Seite. So. Bisschen sinnig aufpassen, weil wie gesagt, der Gips, der ist frisch. Der ist ja noch nicht ausgehärtet, der ist zwar hart, aber er hat noch nicht seine Festigkeit komplett erreicht. Ihr seht, die Maserungen, die sind sichtbar schön. Den können wir hier sauber rausnehmen. Es geht nur noch mit Schleifpapier bei. Macht die Kanten sauber, so dass die Form vernünftig ansitzen kann. Beachtet bitte darauf, auch die Trockenphase einzuhalten. 5 Tage ruhig den Gips so trocknen lassen. Mit Zimmertemperatur. Und dann könnt ihr ihn komplett einstreichen mit Epoxidharz, auch 2-mal. Ja, und wenn das dann erledigt ist und die Trockenphase eingehalten hat, dann soll das so aussehen. Ja, schön glasig, ist eine glatte Oberfläche. Und den Sandaal, wenn ich die Form so zusammensetze, ihr seht ja hier diese Nobbeln. Die hatte ich ja mit Bora gemacht gehabt, kann ich hier reinsetzen und die Form, die kann sich nicht verschieben mehr. Und gleichzeitig habt ihr hier den Einfluss, wo er flüssige Gummi reinkippt. Schraubzwinge nur noch ran hier, reinkippen, warten bis er hart geworden ist, auseinandernehmen und dann habt ihr den Aal. Aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich, wenn ich anfange mit dem Gießen.